macht man, wenn man in so einer Situation ist. Für mich ist einmal ein Thema wichtig, zum Beispiel, wenn man lebt, Ordnung zu haben. Also wenn man so einen kleinen Kapsel, wenn man sich da befindet, da ist es sehr, sehr eng. Ich meine, von vornherein ist einem, zum Beispiel Platzangst ist keine gute Eigenschaft, wenn man ins Weltall fliegt, weil da ist es wirklich teilweise sehr, sehr eng. Aber nehmen wir mal an, in einer Wohnung oder in einem Haus gibt es keine Platzangst in dem Sinn. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist Ordnung halten und ich sage einmal, unnötige Sachen, entweder sich der überhaupt zu entledigen oder gut verstauen. Dann ist sozusagen, wenn man alleine ist, glaube ich, ein guter Weg, dass man eine feste Struktur hat im Leben, an die man sich anhalten kann. Ein geregelter Ablauf, an dem man sich anhalten kann, eine feste Struktur. Das sind immer wieder gute Hilfsmittel, damit man, wo man sich einfach anhalten kann. Und das hilft, glaube ich, in Zeiten, wo Unsicherheit herrscht. Das regelmäßige Aufstehen auch in der Früh, wie zu einer gewohnten Zeit, mit dem Einnehmen der entsprechenden Mahlzeiten zu den geregelten Zeiten, zu denen man es gewohnt ist, und auch gewisse andere Sachen. Dann sollte man durchaus schauen, dass man sich Spaß schafft, wie halt immer im Leben. Und zu Spaß gehört halt in so einer Situation auch, dass man durchaus einmal rauskommt und auch sei es nur alleine oder halt mit dem Partner oder den Kindern, aber dass man rauskommt an die frische Luft und das aber auch geregelt macht, dass man weiß, also zum fixen Punkt geht man halt eine Stunde oder zwei Stunden spazieren, was auch immer jetzt angebracht und richtig ist. Naja, und wenn man dann in einer kleinen Gemeinschaft lebt, also mit der Mannschaft zusammen oder mit der Familie, das ist halt so ein Team, und dann treten die Aspekte in den Vordergrund, die wichtig sind, wenn man so in einem Team arbeitet oder miteinander lebt. Und dazu gehört, dass man die Teammitglieder oder Familienmitglieder, wie auch immer, versucht gut zu verstehen, dass man versucht, auf die anderen Leute einzugehen und generell immer mit einer entsprechenden Wertschätzung, mit Respekt mit den anderen Leuten umgeht, weil natürlich jeder hat seine persönlichen Krisen. Da muss man Verständnis aufbringen. Und das Endziel, das habe ich damals bewusst auch immer gemacht, auch schon vor mit dem Flug, aber immer mit der Mannschaft versucht, die Stimmung hochzuhalten. Also ich war immer, wir haben immer einen Riesen-Hetz gehabt, haben einen Spaß gehabt, obwohl die Arbeit sehr ernst war und sehr, sehr stressig und sehr intensiv. Aber man arbeitet viel erfolgreicher, als wenn man dann vielleicht in eine schlechte Laune verfällt und möglicherweise untereinander sich noch gegenseitig auf die Nerven fällt. Und das blockiert dann die Qualität der Arbeit und das macht auch dann keinen Spaß. Also zum Spaß gehört eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gute Stimmung. Und das ist auch sehr wichtig. Und das sind ja Themen, die sind wichtig, wenn man in einem Team arbeitet und speziell, wenn die äußeren Umstände so sind, wie sie jetzt sind, dass man halt einfach eingebunden ist und nicht irgendwo raus kann. Was vielleicht auch wichtig ist, ist ein guter Stil der Kommunikation. Dass man also besonders aufpasst, wie man mit den Mitmenschen oder Crewmitgliedern oder Familienmitgliedern umgeht, wie man kommuniziert. Durchaus auch das haben wir jetzt eigentlich nicht, aber wenn es wirklich kritische Situationen gibt, beim Raumflug oder so, dass man dann auch klar kommuniziert, also ganz klar, auch wenn es hart ist, in schwierigen Zeiten ist es immer besser, klar zu kommunizieren, als wenn man dann irgendwie so herumschweift, wo dann die Kollegen oder die anderen sich nicht auskennen, was hat er jetzt eigentlich wirklich gemeint.
weil Sie gerade schwierige Situationen ansprechen. Haben Sie das Gefühl, und ich glaube, das ist ja bei einer Raumfahrtcrew noch intensiver, wenn man einer Gefahrensituation vielleicht ausgesetzt ist, dass man da näher zueinander rückt, dass man einfach netter zueinander wird, dass man merkt, dass man jeden Einzelnen braucht. Kann das auch für unsere Gesellschaft jetzt momentan irgendwie eine Sensibilisierung sein? Ja, ich glaube, das ist sicherlich so, wenn Krisensituationen herrschen, dass man dann einfach näher zusammenrückt. Und das merke ich jetzt nicht nur jetzt sozusagen in der Familie, aber auch in der Firma. Also wir haben bei uns mehrere Geschäftsführer. Und das ist immer so, wenn es eng wird, wenn Krise ist, dann rückt man alle zusammen und dann beginnt ein Erfahrungsaustausch, der sonst in guten Zeiten nicht so intensiv ist. Das ist einmal so. Und das ist auch gut und das ist auch hilfreich, wo man sich gegenseitig hilft. Und da kann der eine vom anderen ein bisschen lernen und jeder kann vom anderen auch ein bisschen profitieren und kann auch durchaus was beigeben. Und das ist ein gutes Gefühl im Endeffekt, weil man selber beiträgt. Man fühlt sich immer gut, wenn man was beitragen kann, aber jeder auch was mitnimmt. Also das ist so, das ist sicher gut und richtig so.